So, wenn jetzt noch der mysteriöse Fremde kommen würde. Aber nein, so viel Glück haben wir nicht. Wir könnten auch mit der Vorstarregenden ihn finishen, aber das ist ja dann lame. So, der ist direkt down. Nehmen wir alles mal mit. Nehmen wir mal mit. Und heilen uns mal. Ja, der Loot war okay, aber immerhin Gegner und EP bekommen. Das ist echt... Holy shit. Das ist schon krass. Ja, ich denke mal, auf dem Monument war ursprünglich nur der Anker zu sehen, ja. Aber das ist schon eine Nummer. Oh Mann, ey. Ja, hier auf jeden Fall Parkplätze auch davor. Keine Ahnung, scheint was Größeres gewesen zu sein. Irgendein Denkmal oder so. Ja, wir gehen mal weiter. Die... Sie hieß bestimmt Azalea. Azalea, Tatsache. Hier scheint irgend so ein Rundweg für Autos gewesen zu sein. Hier ging es wohl nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt Offroad und jetzt gleich wahrscheinlich auch ins Wasser, ja? Oh Mann, ey. Das ist absolut nicht mein Ding. So, das ist der Dampfer und wir müssen nicht ins Wasser. Das finde ich gut. Ja, das ist Bilge. Den haben wir kaputt, sobald wir rankommen. Aber wir müssen erstmal einen Weg hier rausfinden. So, na du? Oh, ich habe gar keine Granaten. Ich wollte eine Granate reinwerfen. Aber ohne Granaten ist Granatenwerfen schlecht. Ja, wir gucken mal, ob wir hier ein bisschen Loot finden können, wenn wir einmal hier oben sind. Splittergranaten. Das ist doch fein. Ich wusste doch, wir haben Granaten. Wir waren nur nicht ausgewählt. So. Ja, super. Granaten in enge Räume sind immer gut. Schon in den alten Fallout-Teilen. Wobei, gebt euren Followern in Fallout 1 und 2 niemals Granaten. Das werdet ihr bereuen. Ich weiß gar nicht, ob die Begleiter in Fallout 3, 4 und New Vegas Granaten benutzen, wenn man ihnen welche gibt. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Sag mal, was hast du da für eine Waffe, dass du mir so auf den Nerv gehst? Ja, wir hauen auf jeden Fall den kleinen, schmächtigen Typen nochmal um. Wahrscheinlich mit der Granate. Ah, der hat eine Power-Rüstung auch. So, die Granaten sind echt heftig. Und ich glaube, wir haben entweder uns selber gerade mit der Granate abgeworfen oder sie haben noch eine geworfen. Nur unsere Vault-Rüstung, die macht da nicht so viel gegen. Ist ja nicht mehr die Vault-Rüstung, ist ja die Leder-Rüstung schon. Ja, müssen wir wahrscheinlich nochmal voll engagen. Ja. Scheiße. Ich hasse es, wenn ich nicht quicksave, aber ich finde es auch gut, wenn ich nicht so früh immer quicksave. Nur gerade ist es halt dann mehr oder weniger nervig. Aber na gut, wir wissen ja, war nicht weit. Auf dem Weg waren zwei Ghule. Wir rüsten auf jeden Fall mal direkt die Granaten aus, weil dass sie nicht ausgerüstet sind, finde ich schon ein bisschen beschissen. Nee, aber ich würde auch sagen, wir nehmen mal ein anderes Kaliber. Kaliber Tod nenne ich es gerne. Oh, wir sind vom Weg abgekommen diesmal, glaube ich, ja. Oder? Jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Doch, ist der richtige Weg. Wir sind nur nicht so weit am Rand wie eben. Ja, wie gesagt, auf Granaten können wir verzichten, wenn wir die vorstrebende Schrotflinte haben. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Sondern ich denke mal, mit dem, was jetzt kommt, werden die Raider auch nicht gerechnet haben, dass ich einfach die legendärste, furchterregendste Waffe des ganzen Ödlands bei mir trage. Weil auf Rache bin ich ja sowieso immer aus, nur jetzt halt mit dem richtigen Kaliber. So, jetzt machen wir nochmal einen Quicksave, werfen nochmal eine Granate. Ich hatte gehofft, dass du schon... So, und das war's nämlich jetzt direkt mit dem. So, und da fallen sie nämlich direkt auseinander. So, und auch Bilge, du Knilch. Dich mach ich fertig. So, erstmal in dein Versteck hier eindringen. So. Und als nächstes ist Bilge dran. Ich würde sagen, ein Magazin reicht, oder? Voll und ganz. So, machen wir den nochmal um. Wo kommt der denn her? Machen wir den nochmal um. Und... Da ist er. Gut, er wirft eine Granate, ich werfe einen Jetpack. Einen Jetpack? Einen... Ich habe gar keinen Jet mehr. Na gut, schaffen wir auch ohne Jet. Seine Rüstung geht auf jeden Fall fliegen, aber er macht uns extrem Schaden. Ich weiß noch nicht warum. Also irgendwie haut der ordentlich rein. Müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie anders down kriegen.
Ja, die Jungs sind sowieso eine Lachnummer. Ich weiß gar nicht, wer die da reingesetzt hat. Aber ich glaube, das sind die Granaten, die dieser Bilge-Typ wirft. Die hauen übelst rein. Nur die Jungs hier sind sowieso keine Herausforderung. Die werden weggrenadiert von mir. Na gut, gehen wir mal ein bisschen mit mehr Vorsicht an die Sache ran. Okay, hier sind jede Menge Gegner noch. Ist die Frage, wo die alle sind. Hier auf den ganzen Containern. Legendäre Fallensteller, ja? Jetzt nicht mehr, Mann. Jetzt bist du ein Matschhaufen. Ja, Explosionen können anscheinend NPCs zur Seite schieben. Auch interessant. Wusste ich auch noch nicht. Gut. Da kann man jetzt nicht rauf. Schade. Wäre gut gewesen. Ja, wir müssen uns mal heilen. Ja, ich glaube, mit ein bisschen mehr Anlauf an der richtigen Stelle kommen wir da drauf. Aber warum auch? Verzieh dich. Da ist wieder der Legendäre. Wir ducken uns mal, weil da ist dieser Bilge-Typ. So, sind wieder fast down. Ja, ich wüsste gerne mal, was der für eine Waffe hat, weil der macht wirklich unglaublichen Schaden. So, ihr habt eh keine Ahnung, wie das Ganze hier läuft. Ihr kennt mich wohl noch nicht. So. Nochmal nachladen. Und nochmal quicksaven. Du mit deinen scheiß Granaten, du kannst nichts, Mann. Du bist ein wertloser kleiner Niemand. Merkt ihr das? Der hat uns eben nicht getötet. Niemals. Der hat gerade die ganze Zeit auf uns geschossen. Es war irgendwas anderes, was uns den Damage gegeben hat. Wie er wegläuft. Er hat richtig Angst vor uns. Oh Mann, ey. Na, komm. Willst du nochmal? Oh, fuck. Wir haben uns selber getötet. Wie kann das denn sein? Wie können wir uns denn selber töten? Und er überlebt das Ganze. Vor allem, holy shit, wie muss das einfach für ihn sein? Wir laufen so voll vorsterregend auf ihn zu. Und er ist so voll am Verlieren und kann nichts machen. Und dann schießen wir und er überlebt und wir fallen um. Vom einen Moment auf den anderen haben wir uns selber degradiert. Oh Mann, ey. Dieses Spiel ist immer für Überraschung gut. Okay, ich weiß, wir sollen nicht so nah ran, wenn wir die vorsterregende Schrotflinte haben wegen dem Explosionsschaden. Aber das war ja mal wieder was ganz Neues. Na gut, dann wollen wir jetzt mal vernünftig looten. Ich weiß, hier leben noch Leute, aber wer weiß, wo die gammeln. Kollege. Oh oh. So. Semi nenne ich das. Zack, bam. Wieder einer um. Ja, looten wir erstmal den Knilch hier. Patrone, Pilotenhelm, Splittergranate. Ja, die Raider-Powers, dann kannst du behalten noch einen Pilotenhelm. Nix. Er hat eine Waffe verloren. Panzerbrechende Auto... Ja, ich kann es nicht lesen. Panzerbrechende Auto... Ach, auch eine Schrotflinte. Ne, ein Kampfgewehr war das sogar. Aber kann uns natürlich nicht das Wasser reichen. Weil wir einfach die beste Ausrüstung haben. Ja, wir gehen mal in dieses kleine Raider-Lager hier. Kollege, hör mal auf mit der Kacke. So. Mr. Handy-Treibstoff, warum nicht? Zeug, warum nicht? Ja, Batterien, warum nicht? Schauen wir mal. Ja, Fischis brauchen wir nicht. Ein Bettchen ist eigentlich immer gut, da kann man schön drin schlafen. Wir finden nur Schrottmunition. Wobei 10mm Munition ist eigentlich schon gut, ja? Verzieh dich. Was hat das denn für eine Hakenhand? Todeskrallenhandschuh, okay. Oh, nice. Ja, und ansonsten gibt es hier wohl nichts mehr, ja? Dann looten wir mal. Oh, hier drunter gibt es doch noch was. Interessant. Wahrscheinlich eine Bar oder so. Tatsache. Das sieht nach einer Bar aus. So, du bist hinüber. Und hier sowieso. Doppelt getötet hält besser. So, wir nehmen tatsächlich mal ein bisschen Rüstung von dem mit, damit wir das zu Stahl verarbeiten können. Weil wir brauchen einfach jede Menge Stahl. Brustkorb und Wirbelsäule. Nein.
So, haben wir hier noch was? Leeres Kühlmittel, Klebeband, Zahnpasta. Zahnpasta ist immer selten, ist Antiseptika generell, deswegen immer mitnehmen. Nehmen wir die Zigaretten mal mit. Wobei ich nicht weiß, ob man die zu irgendwas sinnvoll machen kann. Aber Alu nehmen wir auf jeden Fall mit, weil Alu ist oberste Liga. Ich glaube, da war noch Wasser. Ja. Auch wenn das komisch aussieht, das aufbereitete Wasser, aber naja. Machst du nichts. Suchen wir mal den legendären Pümmel, den wir eben hier getötet haben. Kampfrüstung linkes Bein. Verwendet automatisch alle 60 Sekunden ein Stimpack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit bei 25% oder weniger liegt. Na gut. Ja, ja, das sieht schmerzhaft aus. Ein wenig. Sag mal, habt ihr bald mal fertig gemacht da unten? Ich guck mal, ob ich das überlebe. Ja, ohne Damage. Ja, wir holen uns mal den Typen. Den haben wir ja auch runtergesprengt. Aber wo ist der Typ, der jetzt noch hier am Ballern ist? Das nervt halt. Nehme ich Blast Radius, nehme ich 10mm Patronen auf jeden Fall. Voll die Müllecke hier. Jupp. Treibstoff. Gut, sind wir hier durch. Ah, das war eure Basketballarena. Verstehe. Na gut. Ah, ihr habt Glück, dass er festhängt. Ja, das hätte lange gedauert. Oh Mann, ey. Ja, viele werden jetzt wissen, was gemeint ist. Ah, raus aus dem Wasser. Alter, das war ziemlich unachtsam von dir. Na gut, ich glaube, das war alles auf dem Schiff. Ich würde gerne noch einmal zur Kapitänskajüte hochgehen. In dem Fall, dass wir da was vergessen haben. Und vor allem den Weg mal in die Richtung ablaufen. Weil wir hatten ja schon öfters Stellen, wo wir dann Sachen übersehen haben, weil wir nur von einer Richtung kamen. Also da gab es nichts mehr. Dann wüsste ich jetzt auch nicht spontan, wo die Leiter war. Doch hier, okay. Na dann, einmal nach oben. Oh, schade. Ja, dann, wie gesagt, einmal die Kapitänskajüte plündern. Da waren wir schon, da geht's runter. Da ist eine Riesentruhe. Ja, ein paar Korken. Mini-Atombomben, 3 Stück, immerhin. War nicht schlecht. Na gut, dann das noch mitnehmen. Nehmen wir nochmal alles mit, was wir mitnehmen können und was wir nicht brauchen. Weil noch habe ich Gewicht frei. Wenn wir das noch irgendwie einsetzen können, ist das gut. Glaskrug. Ja, machen wir erstmal ein Picknick hier. Ne, aber so eine Bierbank ist schon cool, ja? Oh Mann, ey. Ich habe jetzt gestern das erste Mal gesehen, Bierbänke mit Rückenlehne. Holy shit, einfach. Also, es gibt schon Sachen, die sind schon cool. Natürlich wurde kein Bier getrunken. Sowas macht man auf einer Bierbank nicht. Da isst man nur und sitzt gesellig hier mit Freunden. Ja, Schlosserhammer. Nein, nein. Alukanister gerne. Sehr gerne. Nö, ich glaube, das war's. Auf die Schnelle finden wir nichts Vernünftiges mehr. Gut, dann ab zurück zur Seefahrerin, damit die endlich sterben kann. Nicht, dass wir das wollen. Ich meine, sie ist uns letztendlich egal, aber sie will ja noch ihren Lebensabend mit einer vernünftigen Aufgabe verbringen. Was ist das? Sie sieht aus wie ein neumodischer Zahnstocher. Okay, Seefahrerin. Du schätzt diese Fallensteller bei der Azalea nicht. Die MS Azalea ist bereit. Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Also, ich habe außerdem Doc niemandem von meinem Leiden erzählt. Ich habe dran gedacht zu verschwinden, wenn der Rum fertig ist. Mitten in der Nacht. Aber so sehr mich diese undankbaren Typen auch in den Wahnsinn treiben. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles überhaupt erzählt habe.